Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Café mit mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor kurzem ist eine Studie veröffentlicht worden, die meine Kirche betrifft. Es geht um sexualisierte Gewalt und andere Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und der Diakonie im Zeitraum von 1946 bis in die Gegenwart. Was geschehen ist und wie das aufgearbeitet wird. Die Studie ist wissenschaftlich und unabhängig. Gut, dass sie nun vorliegt und dass die evangelische Kirche sie in Auftrag gegeben hat. Menschen sind verletzt worden und teils jahrzehntelang nicht gehört worden. Hoffentlich, da bin ich mir aber sicher, werden sie jetzt gehört. Wenigstens das. Und hoffentlich bekommen sie von der Kirche jetzt das, was sie brauchen und zu Recht fordern. Präses Thorsten Latzel, unser Präses der Rheinischen Kirche, schreibt, das Leid der Betroffenen, die Anzahl der Fälle und das institutionelle Versagen sind erschütternd. Wie viele andere fühle ich Entsetzen, Ärger und tiefe Scham angesichts dessen, was Menschen in unseren Gemeinden und Einrichtungen erleiden mussten. Als Betroffene Hilfe und Aufklärung suchten, stießen sie in unserer Kirche zu lange und zu oft auf taube Ohren. Sie erfahren es immer noch. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Als evangelische Kirche, so Präses Latzel, sind wir unserem eigenen Anspruch im Umgang mit Betroffenen oft nicht gerecht geworden. Sexualisierte Gewalt gehört zur Schuld unserer evangelischen Kirche. Es braucht ein Hören auf die Betroffenen und darauf, was wir aus der Studie lernen können. Aufarbeitung ist die Voraussetzung, um sexualisierter Gewalt wirksam vorzubeugen. Betroffene haben ein Anrecht darauf und es ist ein dauerhafter Prozess, den wir weiter verfolgen, ohne jedes Ansehen von Person und Institution. Die Landessynode, so das Parlament unserer Kirche, hat in ihrer Tagung vor gut anderthalb Wochen ihren klaren Willen bekundet, sexualisierte Gewalt in unserer Kirche, der Diakonie, klar und konsequent zu begegnen. Bischöfin Vers, sozusagen die erste Sprecherin unserer evangelischen Kirche in Deutschland, sagt dazu, wir übernehmen als evangelische Kirche und Diakonie Verantwortung für die Gewalttaten, die von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen unserer Institution begangen wurden. Dazu gehört es als erstes klar zu sagen, wir sind auch als Institution an vielen Menschen schuldig geworden. Ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, den so Bischöfin Vers, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten. Liebe Freunde, sexualisierte Gewalt gab und gibt es in der evangelischen Kirche und in Einrichtungen. Solche Gewalt an vermeintlich sicheren Orten bei und von vermeintlich guten Menschen kann Leben zerstören. Kann so schöne Worte wie Glaube, Liebe, Hoffnung unglaubhaft machen. Die betroffenen Personen müssen sich hart zurück ins Leben kämpfen, sich selbst annehmen, für sich einstehen. Das kann so schwer sein. Und doch, ich glaube Gott, wenn er sagt, fürchte dich nicht, du gehörst zu mir. Für mich bedeutet das, liebe Freunde, ich kann ihm vertrauen. Gott ist es wichtig, dass es mir, dass es uns, dem Glaubenden, gut geht. Ich glaube daran, dass wir in seinem Namen so viel besser sein können. Achtsam sein, hinsehen, hinhören, einander schützen. Mitarbeitende werden geschult, Schulungen machen sensibel. Ansprechpartner sind da, Schutzkonzepte werden erstellt in den Gemeinden und vor allem auch hier bei uns im Kirchenkreis Aachen. Wir wollen Betroffenen die Möglichkeit geben, über Erlebtes mit uns zu sprechen zu können. Daher haben wir eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten geschaffen, die von anonymen E-Mails bis zu persönlichen Gesprächen mit besonders geschulten Mitarbeitenden reichen. Wir bitten auch Angehörige oder Bekannte, die etwas wahrgenommen haben, mit uns in Kontakt zu treten.